Frage an dich, lieber Ismail. Ihr macht es ja schon ein paar Jährchen. Ja. Autohandel. Wie lange in etwa? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir zeigen euch heute mal Autohändleralltag at its best. Wir sind heute wieder mal bei MB Automobile in Fürth. Herzlichen Dank an dieser Stelle, lieber Ismail und Familie, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wurde ja schon oft als Probefahrt-Tourist beschimpft bei dir. Siehst du das auch so? Nee, auf gar keinen Fall. Dankeschön, sauber. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch, wie gesagt, gut. Wir haben Weihnachtszeit. Ich habe auch deswegen extra für euch meine Glöckchen angezogen. Ja? Wer sonst an welchen Glöckchen spielt, das lassen wir so dahingestellt. Aber heute Heiliger Abend. Wir machen trotzdem ein Video für euch. Und ja, würden jetzt mal den Bestand durchgehen hier von MB Automobile, was alles am Start ist, mit dem Ziel, dass wir uns heute ein Fahrzeug hier aussuchen, dass wir später Probefahren werden und Soundcheck und alles, was dazugehört. Ich glaube, da finden wir was Cooles. So, bevor wir jetzt mit den Bestandsfahrzeugen hier loslegen und eins aussuchen werden, kurze Frage an dich, lieber Ismail. Ihr macht es ja schon ein paar Jährchen, ja. Autohandel. Wie lange in etwa? Ungefähr 20 Jahre. 20 Jahre, Wahnsinn. Ja. Da hat man natürlich auch schon gewisse Erfahrungen gesammelt. Jetzt aktuell, merkt ihr irgendwelche Probleme? Krise oder Halbleiterchips? Ne? Auf jeden Fall. Also an Fahrzeugen ranzukommen ist sehr schwierig zurzeit. Ja. Man bekommt einfach keine Gebrauchtwagen, die Preise gehen hoch, man weiß nicht, wo man gerade aktuell mit den Preisen steht, man weiß nicht, was man zahlen soll, ja. Man weiß nicht, wie man die Fahrzeuge einstellen soll, ja, und ja. Zum Verkauf hinstellen soll. Und die Kunden, sage ich mal, finden das dann auch mittlerweile auch überteuert alles, dass das alles hochgegangen ist, aber naja, was sein muss, muss sein. Ja, merke ich auch, als ich sag mal Kunde oder potenzieller Kunde, ich gucke ja auch jeden Tag ein bisschen die Börsen durch, habe da meine Favoriten so gespeichert in den Suchaufträgen. Und dann weiß man immer nicht, klar, normalerweise sagt man ja Angebot und Nachfrage, ne, regeln den Preis. In dem Fall denke ich mir manchmal, was ist da los mit dem Markt? Also für Autos, Beispiel alte C63, 204er oder auch M3, E92, solche spezielleren Fahrzeuge oder auch RS6, RS7, die gehen durch die Decke preislich. Genau, ich denke mal, das hat auch einen Grund, dass jetzt mittlerweile keine Ottomotoren mehr gebaut werden, sondern eher auf das ganze Elektrosystem, ja. Hier. Und deswegen kann es auch sein, dass es dass das der Grund ist, dass es hochgeht, weil, wie gesagt, die Zukunft einfach eher mehr Elektro ist und die Leute halt immer mehr noch Ottomotoren fahren wollen, ja. Und mehr Hubraum etc. Und ich denke mal, das kann sein. Ja, denke ich auch. Bin mir sogar sicher, denn diese Autos werden gefragter denn je sein. Ne, wie du schon sagst, keine Ottomotoren werden mehr gebaut, alles Elektro oder Hybrid. Da hat doch ehrlich gesagt kein wirklicher Petrolhead, sage ich jetzt einfach mal, Bock drauf, oder? Außer vielleicht so ein kleines E-Auto zum... oder die neue Generation als einfach. Kinderwagenersatz für die Stadtfahrten oder so. Genau, genau. Aber als Ersatzwagen, denke ich mal, ist es okay, aber ja. Für den Alltag, es wäre jetzt für mich, ja. Persönlich wäre es nichts. Ja, sehe ich genauso. Genau. Cool. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal den Bestand an. Kommt gerne mal rum, lieber Ismail, würde mich sehr freuen, wenn wir da mal einen Blick drauf werfen können. Die ganzen... Pornoseiten habe ich alle schon geschlossen. Also, wir haben natürlich auch ein paar, ja, ich sag mal, für den Otto Normalverbraucher Fahrzeuge am Start. Subaru Outback, übrigens cool, steht draußen. Audi A3 Sportback, Audi A4. Ihr habt viele Audi da, ne? Genau. A4, A6. Jetzt wird es spannend, RS5 Cabriolet, sind wir auch schon gefahren. Ne? Blende ich euch nochmal ein. Video kam ganz gut an, das Auto auch. Und ja, ist auch, glaube ich, ein cooles Teil, ne? Auf jeden Fall, finde ich auch. Definitiv. Als Cabrio, ja, selten, macht Spaß. Sehr selten. Ist selten und macht Spaß. Genau. Dann den überspringen wir kurz in RS7, weil da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Audi S6, zwei Stück am Start. Ich glaube, eine Limo und ein Avant. Genau. Auch einen RS6 hattest du aus der C6-Reihe. Den hast du schon verkauft vor ein, zwei Wochen, ne? Genau, vor einer Woche, genau. Glaube ich, da an dem Tag sogar, wo du mit dem RS5 das Video gedreht hast. Genau, da stimmt. Wurde das Fahrzeug richtig, sogar abgeholt. Ja, ja. Nee, sehr coole Autos auch, 10 Zylinder, stark. BMW, auch mit, den Alpina hast du auch schon verkauft? Der Alpina ist weg, allerdings da habe ich einen E46 3er, der als 330, als Original M-Paket, hier, ne? Ist ein bisschen viel gelaufen, aber ich sag mal, immer noch wertstabil, der ist um den Dreh bei 9.500 €, ja. Und ist ein Facelift, ist, ich sag mal, sehr sauberes Fahrzeug. Sieht gut aus auf jeden Fall, 7er auch, 745i, genau, V8, wenig, ne? Gelaufen, 140 gelaufen. Unter 10.000 €. Genau. Also wer einen V8 sucht mit ordentlich Hubraum und Platz, unter 10.000 € hier. Genau. X6M. Genau. Auch sehr schön, ist schon ein geiles Auto, der X6M. Auf jeden Fall, ja. Z3.
Chrysler Newport. Da habe ich ja schon gesagt, ne, den fahren wir mal im Sommer dann. Das ist so ein richtiges Sommerauto, finde ich. Genau. Fiat Ducato, ne, wenn jemand Nutzfahrzeuge sucht, auch hier am Start. Ford Explorer, hat er auch V8, nee, V6. Okay. Fiesta ST, C400 und jetzt wird es gleich sehr interessant, nämlich hier mit dem Mercedes-Benz CL600. Ja, für gerade mal 22.950 Euro. Und da ist, glaube ich, so das Geilste an dem Auto der Motor, ne? Auf jeden Fall. Der Zwölfzylinder, schon allein, ja, wenn der Anlasser ein bisschen länger läuft als sonst. Das ist ein geiler Sound, genau. Allein schon der Anlasser. Und dann der Start natürlich sehr, sehr cool. Ey, den umbauen auf CL63 oder auf 65, genau, wäre auch noch, ne? Auf jeden Fall. Das und ich denke mal, das ist auch sehr kostengünstig. Man muss halt einen guten Lackierer haben, die Teile so im eBay oder irgendwo besorgen lassen. Ja. Und danach ist es auch schnell gemacht eigentlich. Das wäre mal ein Projekt, Leute. CLK, auch schönes Auto, finde ich. Ja, dieses Modell, diese Baureihe, gibt es ja auch als 55er zum Beispiel. Genau, oder genau. Auch als 63er gibt es sogar, ne? Genau, ja. Auch geil, ja. ML, SL, Sprinter. Ja, ihr habt alles am Start auf jeden Fall und wirklich auch Haufen Angebote. Ja, wenn man jetzt mal denkt, bei manchen Händlern sind die Höfe leergefegt oder die Hallen und bei euch findet man wirklich von A bis Z was. Wortwörtlich hier, ne? Oder von A bis V. Okay, jetzt gehen wir nochmal hoch zum Audi RS7. Der hat es mir nämlich persönlich auch besonders angetan. Was gibt es hierzu zu sagen? Ist zwar kein, in Anführungsstrichen, ist nicht schlimm, kein Performance-Modell, ne? Ist kein Performance-Modell, das ist mein privates Fahrzeug. Ja. Der ist Audi-exklusiv, also der Innenraum. Der hat zwar keine RS-Sitze, allerdings dafür hat der Sitzbelüftung und Massage, deswegen kamen, also bei der Kombination mit RS-Sitze geht das nicht. Genau. Ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem. Der hat einen Zylinder, 4-Zylinder-Modus, also auf der Autobahn Verbrauch ist auch sehr, genau, wenig, okay. Man sollte jetzt nicht darauf achten, was er verbraucht, aber im Grunde, ja, macht es Spaß. Also man kann ihn auf jeden Fall im Alltag bewegen. Ja, das ist auch das Stichwort, Leute. Ihr kennt mich noch von den damaligen Videos, Audi S8 Plus gefahren. Und daher kenne ich natürlich diesen Motor, ne? Bloß ich hatte dann den S8 Plus eben, heißt es wäre der Performance-Motor mit 605 PS. Aber sehr cooles Auto mit dieser Zylinderabschaltung, wirklich sparsam. Ich bin nach Düsseldorf gefahren, Autobahn mit, ich glaube, waren 8,9 Liter. Genau, genau. Wirklich Wahnsinn. Performance ohne Ende und zu den Sitzen. Natürlich sehen die Performance-Sitze schon oder diese RS-Sitze schon geiler aus. Ne? Auf jeden Fall, sportlicher, ja. Aber die normalen Sitze oder Komfort-Sitze, genau, auch geil. Hatte ich auch. Massagesitze ist ein cooles Gadget. Auf jeden Fall. Genau. Massiert auch schön, wirklich gut. Definitiv. Ne? Ja, ansonsten, wer keine Massagesitze hat, einfach die Freundin hinter einen hinsetzen lassen und kneten während der Fahrt. Ich glaube, das wäre jetzt das Stichwort, bevor wir hier noch weiter rumeiern. Wir fahren den RS7 jetzt mal Probe, hätte ich gesagt. Machen wir mal einen kleinen Soundcheck und ja, zeigen den euch. Den CL600 würde ich euch auch gerne mal zeigen. Da können wir gerne in einem weiteren Video ein Probefahrtvideo dazu machen mit Soundcheck, allem drum und dran, wenn ihr Bock habt. Und haut auch gerne jetzt schon in die Kommentare, was ihr davon halten würdet zu einem CL600, der wirklich krass ist mit 12 Zylindern, auf CL65 umzubauen. Das wäre ein Projekt, oder? Das wäre auf jeden Fall ein Projekt. Haut es in die Kommentare und jetzt würde ich sagen, switchen wir mal nach draußen. So, warum Autohändler des Vertrauens? Hier stehen die Türen für euch immer offen. Wortwörtlich. Genau, also hier ist das gute Stück CL600. Wir haben hier 6 Liter Hubraum, gehe ich davon aus? 5,5. Echt, 5,5 hat er? 12 Zylinder mit 5,5 Liter. 12 Zylinder, also das ist wirklich mal eine Ansage. Und du hast gemeint, Zündkerzen, 24 Stück, ne? 24 Zündkerzen. Und eine Zündspule, also der hat 2 Zündspulen, einmal auf der rechten Bank und auf der linken. Die Zündspule kostet bei Mercedes 1.300 Euro, 1.400 Euro, okay, nur für eine Bank. Ne? Also Wahnsinn, ja. Das ist schon eine Ansage. Auf jeden Fall. Okay, sehr cool. Also ich würde mal sagen, so in Neudeutsch, eine Jugendsprache, Ismail, wie alt bist du nochmal? 26. 26, gut, das ist jetzt nicht so viel Unterschied zwischen uns, aber die jungen Leute würden auf jeden Fall sagen, oder sagen wir auch, ne, so ein richtiges Baba-Auto. Ne? Das ist ein richtiges Baba-Auto. Und ich habe wirklich, früher war immer dieser, als CL63, war immer so ein Traumauto von mir. Und das war so die typische Zuhälterkarre früher. Genau. Find ich. So ja, genau. Aus. Aber sieht geil aus, sehr elegant und edel. Auch die Felgen, das sind glaube ich nur 18 Zoll, aber die sehen sehr cool aus. Diese selben, genau, Felgen in 21 Zoll, glaube ich, wären richtig krass. Ich denk mal, das wäre richtig. Das würde jetzt dem aktuellen Maybach so ähneln. Ja, genau. Das ist so ein bisschen ganz gedreht. Genau. So nicht, ja, viel zu sehen von der Bremsscheibe. Richtig, ja, fände ich sehr, sehr geil. So, bevor wir in den Innenraum schauen, eine Frage jetzt an euch Zuschauer. Hättet ihr gedacht oder habt ihr gewusst, dass dieser CL, ich denke mal, das ist dann bei dieser Baureihe so auch üblich, ja, hinten
Ja, wir sprechen von der Einparkhilfe. Ja, jetzt könnte man meinen, also ich dachte vorhin, der hat keine Einparkhilfe, weil man sieht nichts. Ja, jetzt hier als Beispiel, und so ist es ja auch bei den modernen Fahrzeugen. Man sieht das, ja, wenn der eine Einparkhilfe hat, PDC, ja, Park Distance Control. Und hier denkt man, der hat keine. Er hat aber eine. Ja, und das ist richtig krass. Das zeigen wir euch auch gleich. Der hat vorne und hinten Einparkhilfe, aber man sieht es nicht. Also wirklich extrem elegant und unauffällig gelöst. Ja. Dann guckt euch mal das Cockpit kurz an. Hier V12, nicht nur unter der Haube, sondern eben auch hier als Emblem. In den Sitzen. Genau, in den Sitzen auch. Sehr, sehr schick. Und sogar hier in den Fußmatten integriert. Mega, mega stark. Und dann auch, finde ich, mittlerweile schon richtig klassisch mit diesem Holz-Lederlenkrad. Ne? Ich denke mal, zu der Farbe, zu der ganzen Farbkombination passt es. Ja, ich finde es sehr, sehr geil. Mal, definitiv. Ist jetzt kein AMG-Paket, ne? Ich denke mal, das kann man so lassen. Ist egal, dafür ist es ja Designo oder Designo. Genau, oder das ist Designo. Sag mal, Designo? Designo? Designo. Sehr egal, aber es ist auf jeden Fall die exklusive Ausstattung von Mercedes-Benz. Ja, und auch hier Sitzbelüftung, Sitzheizung am Start, natürlich alles elektrisch verstellbar. Ja, brutal. Nachtsichtgerät am Start, genau. Auch sehr, sehr nice. Hatte ich auch im S8 damals. Ist ein cooles Gadget, finde ich. Ja, genau. Schauen wir mal kurz nach vorne. Und dann wird der liebe Ismael den Dicken hier mal starten. Denn es gibt hier genau zwei extrem coole Faktoren bei diesem Fahrzeug. Nämlich einmal den Klang vom Anlasser und dann natürlich hinten von der Abgasanlage. Aber jetzt hören wir uns kurz mal diesen dicken V12 Brummer an. Stichwort Anlasser. Typisch V12. Ja. Sehr geil. Und läuft rund, springt sofort an und schnurrt wirklich wie ein Kätzchen. Sehr schön. Hier keine Unstimmigkeiten am Fahrzeug, am Motor. Sehr schön. Ja. Und ja, auch vorne, wie gesagt, PDC am Start, aber unsichtbar. Sehr schön. Ja, sehr schön. Wollen wir mal noch mal kurz ausmachen und hinten den Start? Gerne. Damit wir alles für euch da haben. Sehr schön. Auf jeden Fall sehr guter Klang, zurückhaltend, ne? Passend, weil das ist ja hier kein AMG. Man will mit diesem Auto nicht extrem auffallen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das trotzdem so ein, könnte auch ein Rentner fahren. Ja? Also Rentner klingt immer so böse. Ein älterer Herr, ja, oder ältere Dame würde super standesgemäß passen. Ja? Vorbesitzer war ein älterer Herr? War ein älterer Herr. Ja, perfekt, seht ihr mal. Okay, also Fahrzeug hat gelaufen. Hat er nur nicht gesagt. Genau, wir haben hier am Start 134.000 Kilometer, also gelaufen, und das ist wirklich, wirklich ordentlich. Also keine allzu große Laufleistung für den Motor. Und das schluckt er auch locker weg. Auf oder? Jeden Fall. Bin ich mir sicher. Das ist nichts, ja. V12, jawohl, sehr schön hier. CD-Wechsler. Ablage natürlich auch am Start. Und hier und auch alles typisch. Das Gute an dem Fahrzeug finde ich, dass er keine B-Säule hat. Also, dass sie das ist Hammer. Namen das ist Hammer. Das ist das, was ich liebe. Das ist so genial. Also, das ist wirklich Porno. Das und dann auch noch Schiebedach. Ne? In Verbindung, genau, mit dem wirklich sehr, sehr exklusiven Anthrazit Alcantara Dachhimmel. Also, Verarbeitung ist wirklich top. Sogar in den hinteren Sitzen. V12. Wirklich, wirklich stark. Ja, geil. Der Motor ist natürlich warm. Ja. Ist er tatsächlich. Ist er tatsächlich. Ne? So, hier, ja, wie gesagt, Top-Fahrzeug, haben wir ein Cardon-Soundsystem am Start. Und jetzt würde ich sagen, meine Lieben, switchen wir in den RS7, Probefahrt, Soundcheck und ein bisschen Smalltalk und Schnacken. So, meine Lieben, wir sind nun unterwegs im Audi RS7 vom Ismael und ja, sehr, sehr schönes Auto. Ich bin ja hier schon relativ heimisch durch den S8 noch, aber es ist alles hier natürlich noch ein bisschen sportlicher. Auch der Klang definitiv lauter als im S8.
aufpassen kann. Genau, genau, genau. Und ja, wir haben hier 560 PS, haben den 4 Liter V8 Biturbo und ja, auf jeden Fall ordentlich Leistung, Drehmoment und einen richtig coolen Auftritt. Also so ein RS7, der wirkt immer gut, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja. Warum hast du kein RS6 genommen? So als das ist halt ein Kombi und ich bin jetzt, sag ich mal, kein Familienvater, wo ich sage, dass ich ein Kombi fahren muss. Ja, ist immer Geschmackssache, ne? Aber finde ich ziemlich gut auch den RS6. Ja, auch. Also als der beste Kombi finde ich. Schon, mal auch. Ja. Aber RS7 sieht halt auch echt geil aus. Ist halt ein bisschen sportlicher, ist halt immer noch ein Coupé, ne, sag ich mal. Genau, und das Geile auch hier ist, rahmenlos und trotzdem auch Doppelverglasung am Start, ne? Also wenn die Fenster hier zu sind, du kriegst von außen eigentlich gar nichts mit. Sehr, sehr cool. Und ich habe übrigens gerade schon die Massagesitze aktiviert. Ja, das Auto ist übrigens aktuell ebenso inseriert, ja, hier bei MB Automobile für 51.950 Euro. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Preis. 114.000 Kilometer gelaufen, das ist auch noch voll im Rahmen. Ja, da findest du Autos teilweise, die deutlich mehr gelaufen haben und wo mehr Geld verlangt wird. Und Zustand hier wirklich top, alles sauber. Audi-Exklusivausstattung auch. Ne? Sehr schön. Ich bin ja so ein Fan, ne, von Helmleder. Ne, so braun oder eben hier wie da. Immer schwarz, schwarz ist auch langweilig, oder? Finde ich auch. Jetzt sind wir hier an unserem Platz des Vertrauens. Ihr kennt ihn aus den anderen Videos. Und ja, wir werden euch das Fahrzeug jetzt kurz mal von außen noch mal in Ruhe zeigen und einen Soundcheck rausballern. So Leute, hier stehen wir nun vorm Audi RS7. Ich hoffe, dass meine Glöckchen nicht allzu laut bimmeln, damit ihr mich auch gut verstehen könnt. 21 Zoll Audi Sporträder am Start. Typisch RS7, der Heckspoiler hier am Start. Ja. Da kommen jetzt wahrscheinlich die Kommentare posermäßig. Den haben wir natürlich jetzt nur für euch hochgefahren. Sieht natürlich trotzdem cool aus. Wir haben auch ein Luftfahrwerk. Auch sehr, sehr cool. Bietet natürlich die Möglichkeit, auch hier theoretisch über Software das Fahrzeug richtig geil tief zu lassen. Also, ist er ja sogar. Ja? Ist er sogar, ja. Mega, sehr, sehr geil. Und ja, auch hier komplett Scheiben alle verdunkelt. Sieht mega, mega gut aus. Und der Ismail hat schon gemeint, er hat die Felgen bewusst so gelassen, weil ich gemeint habe, mit Schwarz würde doch auch geil aussehen, so komplett Black on Black. Aber er hat recht, dann würden die Felgen total untergehen. Und gerade bei so 21 Zoll Rädern, das ist schon eine Macht. Und von vorne, wenn man ihn sich anguckt, brutal. Also hier auch Audi-Emblem schwarz. War das schon so oder hast du es gemacht? Das war so, das ist Folie, da platzen auch manche Stellen ab, wo man... Ah, ist nur Folie. Also, ist nur Folie, okay, ja, also genau. Dann ist es überhaupt kein Stress. Sieht richtig geil aus und hier, also... Die Aerodynamik, ja, und die Optik beim RS7 oder auch beim RS6 ist wirklich krass. Und wenn man das Auto von vorne sieht, also besser gesagt, du siehst es im Rückspiegel, die Front von diesem Fahrzeug, denkst du dir, Alter, was kommt da für ein Bomber angeflogen, weil der wirklich breit wirkt. Also sehr, sehr geil. Und auch hier die Spiegelkappen, das haben wir auch im letzten RS5-Video schon gesagt, die sind auch so typisch Aluminium, ja. Steht dem aber auch ganz geil. Und von außen sieht es auch geil aus, schwarz. Mit dem hellbraunen, oder ist es hellbraun, kann man das so sagen? Beige, ja. Beige. Beigen Leder. Ja, sehr geil. Okay, ich würde sagen, meine Lieben, ihr werft noch mal kurz einen Blick hier rein, in den Innenraum. Das machst du übrigens extra klassisch. Und da meine Freundin heute zu Hause auf die Tochter aufpasst, ja, auf meine Tochter, vielen Dank an der Stelle, lieber Schatz. Darf der liebe Ismail heute Premiere feiern, ja, und Kameramann spielen. Vielen Dank an der Stelle. Ist auch nicht selbstverständlich, ja, dass er sich heute die Zeit nimmt, an Heiligen Abend noch mit mir ein Video zu drehen. Genau, ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Soundcheck. Soll ich starten oder starte du mal? So, kurze Unterbrechung für alle Tuning- und Schrauberfans. Schaut auf jeden Fall auch mal auf myhood.com vorbei, denn da findet ihr nicht nur meine Projektfahrzeuge, sondern könnt auch meinem Club beitreten. Außerdem könnt ihr auch eure eigenen Fahrzeuge dort anlegen und, wenn ihr möchtet, euren eigenen Club erstellen. Zu guter Letzt findet ihr auf myhood.com auch ein sehr interessantes Forum mit vielen spannenden Beiträgen. Auch wenn ihr Fragen habt, einfach her damit. Den Link zu myhood.com und zu meinem Club findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Alles klar. Ich glaube, du kannst es besser. So. Und wenn du willst, Ismail, kannst du dann auch gleich mal kurz eine Runde drehen. Eine Runde wegscheuern. Thank you.
alter Verwalter. Also da ist auf jeden Fall mal jemand zu Hause, klangtechnisch und auch performancetechnisch. Ich glaube, man hat gesehen, ich habe sogar gespürt, gefühlt hat sich hier der ganze Asphalt gerade weggeschoben, obwohl er feucht ist, dass hier ordentlich Dampf da ist. Da schallert es mich gleich weg hier. Ja, mega. Er hat gerade in meinen Augen gesehen, obwohl ich es nicht erwartet habe, er hat in meinen Augen das Glänzen gesehen und hat gesagt, er lässt hier mal noch einen stehen für uns. Dafür auf jeden Fall mal ordentlich Daumen nach oben. Oh, geil, diese Downshifts, Leute, Gänsehaut, Feeling pur. Und das heute an Heiligabend heißt, das ist jetzt mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Und ja, für euch nachträglich sehr, sehr geil. Alter, marschiert der. Das Peitschen, ne, bei den Downshifts, hammer, hammer geil. Also kann man fast nicht glauben, dass dieses Auto nur 560 PS hat. Das ist wirklich krank. Geil. Ich habe mich so ein bisschen verliebt gerade. Das ist übrigens Premiere. RS7, RS6 bin ich noch nicht gefahren selber. Nur den S8 Plus. Und der ist natürlich deutlich, deutlich mehr auf Zurückhaltung getrimmt. Hätte ich hier fahren sollen? Ich glaube, von vorne kann man auch. Oder? Ja, geil. Aber wirklich die Downshifts, ne, wenn du jetzt hörst. Geil, wirklich geil. Und wir haben jetzt oben gekipptes Fenster. Wenn man da jetzt zumacht, nur mal spaßhalber. Du hörst nichts von außen. Also es ist wirklich, natürlich hört man ein bisschen Motorgeräusch und so weiter. Aber da kann neben dir ein Konzert stattfinden und du kannst hier trotzdem, glaube ich, entspannt drin schlafen. Also das ist schon geil mit der Doppelverglasung. Eigentlich unmöglich, so einen richtigen Tunnel-Soundcheck rauszulassen, weil du bist so schnell bei einer Geschwindigkeit, wo du sagst, jetzt muss ich lieber langsam machen. Es ist wirklich, das ist Wahnsinn. Alter Schwede, echt. Die Leute denken, die haben Dachschaden, aber. Oh, scheiße, Polizei hinter uns. Ich habe die nicht gesehen durch die dunklen Scheiben. Was ist da los? Ja, also da sieht man, das Polizei war wirklich tatsächlich gerade hinter uns, als ich Soundcheck im Tunnel gemacht habe und habe mir nur gedacht, oh nein. Aber ich glaube, die, also die haben das bestimmt gehört und gefeiert, oder? Ich denke auch. Haben sie gedacht, Mensch, jetzt darf man Silvester schon nicht böllern, dann zumindest mal ein bisschen. Mit dem Auto, ne? Genau, richtig, ja. Nee, sehr cool. Nee, also sehr geil. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank an der Stelle an dich, liebe Ismail, für die Zeit heute. Gerne doch. Und auch die Zeit, die du dir sonst immer nimmst und die Autos. Und ja, das nächste Mal, ich würde sagen, wir gehen mal was zusammen essen oder so. Gerne, das gerne. Machen wir mal, ja, so als kleines Dankeschön. Ich würde mich da auch gerne mal revanchieren dafür. Ach Quatsch. Und ja, schaut auf jeden Fall auch mal bei MB Automobil in Fürth vorbei. Gerne persönlich auf dem Hof, sehr schöne Autos vor Ort und natürlich auch im Internet auf mobile.de oder eben auf eurer Homepage. Ja, meine Lieben, ich hoffe oder wir hoffen, das Video hat euch gefallen heute. Ein bisschen, ja, kleiner Einblick, Autohändleralltag. Wenn euch das besonders gut gefallen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht wäre es ja sogar interessant, mal öfter so einen Blick hinter die Kulissen beim lieben Ismail. Mich würde es freuen, ja, oder ich mache mal ein Praktikum bei euch. Ja, das wäre es, genau. Das wäre doch mal was. Genau, und ansonsten auch hier RS7, geiles Teil. Feedback dazu in die Kommentare, vor allen Dingen zum Klang. CL600, gerne mal in dem nächsten Video, wenn er dann noch da ist und nicht verkauft ist. Und ja, danke für ein starkes YouTube-Jahr 2021 auf ein noch geileres 2022. Lasst uns mal die 75.000 Abonnenten anpeilen. Das wäre, glaube ich, so ein nächster Meilenstein für mich. Würde ich mich extrem freuen. Danke fürs Einschalten auch heute. Wir wünschen euch jetzt noch schöne Feiertage. Guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Macht es gut. Bis dann und ciao. Abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Ja, geil. Gut, dass du dran gedacht hast. Danke.